Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Part Life of Pixel. Ja, es ist schon der dritte Apple II-Part, aber da müssen wir durch, oder? Hardhat Area. Gut, schauen wir mal. Was haben wir denn hier Schönes? Ein Roboter. Dann haben wir jede Menge Stacheln. Oh, wir müssen ja echt einen Tod einkassieren. Dann brauche ich ja hier gar nicht großartig Diamonds zu sammeln eigentlich, wenn ich sowieso abkratze. Oder? Ah, ich glaube, ich muss gar nicht sterben. Schöne Sache. Jedenfalls haben wir das Special Gem. Und da bin ich schon richtig glücklich drüber. Denn es fehlen nicht mehr viele. Es fehlen nur noch drei. Dann haben wir sie alle. So, was haben wir denn hier jetzt Schönes? Ach, das finde ich eigentlich mal ganz nice. So ein bisschen rumjumpen. Roboter sind auch hier. Und komische Außerirdische. Genau. Das tut mal ganz gut. Ein bisschen linear, nicht ganz so durcheinander. Boah, ich finde natürlich auch mies, dass am Exit ein Stachelparadies lauert. So. Sind da oben Stacheln? Sieht nicht so aus. Wunderbar. Das ging ja rucki zucki gerade. Blobs of Terror. Oha. Terror Blobs. Das geht ja gar nicht. Aber ich denke, durch gezieltes Gejumpe könnten wir die Sache backen können. Wow. Diese Blobs haben es aber auch wirklich in sich. Oh, diese Nadeln noch viel mehr. Gut. Oh, schon getroffen. Egal, machen wir nochmal hier einen Kill. Na, man sollte vielleicht diesen Level doch nicht so unterschätzen. Na, gucken wir einfach mal, wie die Sache läuft hier. Ich möchte schon ganz gerne Apple II in diesem Part abschließen. Was danach kommt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall nervt ihr Blobs dezent. So. Gibt's da Nails? Ja, da gibt's Nails. Gut. Auf jeden Fall schön, dass wir das auch mal geklärt haben, ne? Gibt's hier Nägel? Nee. 15 von 34. Na, gucken wir mal. So, da muss ich irgendwie hoch. Gut, das war jetzt nicht das Problem. Was für miese Jumps. So, gibt's die Nails? Nein. Und da bin ich auch nicht so unglücklich drüber. Schön, dass ihr bis hierher noch treu seid. Ihr wisst ja, ich versuche mir größte Mühe zu geben, nicht ganz auszuflippen. Was aber bei diesem Spiel nicht möglich ist. So. Okay. Zwei noch? Nein, vier noch. Ach, da unten. Alles klar. Ich wollte schon sagen, wo könnten die denn sein? So unübersichtlich ist es ja hier nicht. Aber jetzt kriegen wir es hin.
Wunderbar. Noch zwei Level. Impossible Rooms. Okay. Hat. Achso. 74 Crystals. Scheibe nochmal. Aha. Aha. Okay, gut. Dann haben wir da noch zwei. Das ist nasty. Autsch. Das piekst. Ah, oh, mein Güte. Da muss man wirklich schnell sein, um die Dinger schnell einzukassieren. So, damit hätten wir, glaube ich, diesen Raum erledigt. Brauchen wir noch mehr Pika? Ist klar. Okay, Doki. Scheiße. Okay, blau ist böse. Ocker ist safe. Gut, dass wir es wissen. Wow. Hier ziehen sie aber auch fast alle Register, oder? Wie jetzt? Ach du Scheibe, hier gibt es versteckte Plattformen. Boah, überleg mal, die würden sie noch mit... los, sich auf komische Ideen bringen. So. Du meine Fresse. Wenn es etwas gibt, was noch mehr I ist, dann sind das tonnenweise Stacheln. Puh, aber irgendwie finde ich diesen Level gar nicht mal so schlecht. Auch wenn man jetzt hier gepiekst wird, dann ist es halt so. Aber ich sehe das hier jetzt nicht als Ding der Unmöglichkeit. Da hat man schon schlimmere Kandidaten. Ach du Scheibe. Scheiße. So. Gut, die haben wir jetzt auch weg. Dann können wir diesen Raum jetzt hier eigentlich auch wieder verlassen. Boah, ich ahne schon, wenn man vom Anfang da runter springt, dann ist man da ganz schön am Arsch, würde ich sagen. So. Exit? Ach nö, oder? Ach du Scheibe, was ist das denn hier? Fick die Henne. Hä? Was ist das? Ach, treff mich nochmal, bitte. Wie gemein. Aber richtig gemein. Ich habe auch noch nicht das Special Game gesehen, ne? Ups. Ich dachte, da wären noch ein paar Nägel. Verdammt. Ich wusste ja nicht, dass es noch so gemein wird. Okay.
Das ist schade, dass sie das wieder so ekelhaft, ekelhaft fies machen. So. Ach, Mist. Da sind dann noch zwei. Da sind noch zwei Diamanten. So. Okidoki. Schön aufpassen. Autsch! Das mit den versteckten Dingern finde ich ja mies. Ah, sind wir in so ein Blobby reingelaufen. Wer hätte gedacht, dass die 8-Bit-Ära noch so gemein sein kann? Alter, das war knapp. So. Auf ein neues, ne? Puh. Also wenn wir jetzt an einem Punkt kommen, wo ich nicht mehr weiterkomme, wo ich dann sage, okay, naja, schauen wir mal. Irgendwo verliert, also irgendwo ist dann mein Nervenkostüm auch am Ende. Nicht dran gedacht, nicht dran gedacht. Langsam wird man doch ein bisschen angespannter. Wie gesagt, mangels Checkpoints wird dem Spiel ja, wie gesagt, eine richtig dicke Plus geben. Aber mir fehlen definitiv Checkpoints. Gerade jetzt, wo die Level so schwer werden. So. Aber ihr wisst ja auch, Thema Amiga. Da gingen mir auch die Nerven durch. Und dieses hier ist, glaube ich, kein besserer Kandidat. Wirkt jedenfalls ebenso nervig. In diesen ganzen scheiß Stacheln. So. Gut, die hätten wir zumindest abgeräumt. Jetzt weiß ich nicht, wo ich jetzt am besten lang. Machen wir das Ding hier erstmal. Ja. Weil wenn man dann glaubt, so schön weit zu sein, und dann ein so ein Stachel und PAM! Die Sache ist erledigt. Ach du Sch... So. Hat dieses scheiß Blobby-Viech mich doch gebissen. So, bloß weg hier. Boah. Ach du Scheibe. Warum ist das Special Gun? Was wir nicht kriegen, wir werden sterben. Oh. Versuchen wir es noch einmal. Komm, wir versuchen es noch einmal. Warum sollte es auch leicht werden? Warum?
Es sind bloß noch zwei verdammte Level. Immer das Gleiche. Da, 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 da. So. Und komme hier doch relativ zügig voran, dass ich sage, okay. Ah, schön. Komm hier, bash mich. Da rage ich mal wieder ab. Das ist mal so fies. Ehrlich mal. Zockt selber. Dann seht ihr, was hier abgeht. Ich dachte eigentlich, ich könnte diesen Apple II Kram geschillt abschließen, aber zumindest in diesem Part, aber es tut mir leid. Es wird wohl noch ein geben, glaube ich. Glaube ich. Was ich nicht hoffe. Sollten wir jetzt hier natürlich sah nicht durchkommen. So, jetzt wird man leichtsinnig. Ja gut, es ist realistisch schaffbar, aber trotz alledem zerrt das ganz schön an meinem Nervenkostüm. So. Was haben wir denn jetzt hier? Noch mehr Stacheln? Und immer mehr Stacheln. Viel, viel mehr Stacheln. Wir hatten fast alle Crystals, ne? So. Da-da-da. 58 von 74. Hier. So. Okay. Oh, shit. So, noch ein Versuch. Wäre doch gelacht jetzt. So. Machen wir eine ganz schnelle Nummer draus. Ach. Vielleicht ist es gar nicht so schwer, wie ich es mir vorstelle. Gut, die Sprünge hätten ein bisschen besser sein können. Und wenn ich da bei diesem Special Game da auf diese eine Plattform gesprungen, dann wäre das vielleicht viel, viel besser gewesen. Aber hinterher sieht man es ja immer noch ein bisschen anders, ne? So. Gibt's nicht, dass ich mich hier von so einem Spiel fertig machen lasse? Nicht mit mir, meine Freundin, nicht mit mir. So. Das haben wir. Mann, das sind bloß ein paar Räume mit ein paar Herausforderungen. Mein Gott, nee. So. Badam, 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 badam. Steht man hier? Boah. Diese versteckten Plattformen nerven aber schon ein bisschen, ne? Also so ein ganz klein wenig. So. Das. Immer schön aufpassen. Oh, das war knapp.
Das gebe ich ja zu. So. Wunderbar. Damit wäre das auch erledigt. Guck mal, wir haben schon 58 von 74. Ja. Kann also nicht mehr ganz so dolle mies sein. Wow. Okay. Weiter geht's. Diese unsichtbaren Plattformen sind schon mies. So. Mal jetzt hier ein bisschen aufpassen. Oh. Gut. Die Dinger stürzen schneller ab, als ich dachte. Ach. Das ist also für mich jetzt noch so ein bisschen schwierig. Alles andere geht eigentlich. Bisher. Wenigstens kriegt man hier wieder nahtlose Musik geboten. So. Aber es ist natürlich mies, dass sie überall, wo Diamanten sind, irgendwelche Stacheln hingepackt haben. Das hält nämlich ein bisschen auf. So. Zicki zacki Hühnerkacki. So. Okay. Dulup, 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 dulup. Ei, das war knapp. So. Ei. Hier spiele ich ganz schön leichtsinnig. So. Alles klar. Bis hierhin ist es ja auch alles kein Problem. Natürlich jetzt ein bisschen Angst vor diesen Rampen da. So, be careful. Das hier ist auf jeden Fall der richtige Weg. So. Stelle ich mir eigentlich auch schon den Rückweg sehr albtraumhaft vor hier. Och, der Scheiß. Ach. Wenigstens haben wir hier einen festen Stand. So. Den haben wir jetzt auch. Ach so, hier ist ein... Okay. Wir haben es geschafft. Fantastisch. Ich bin begeistert. Die Destillerie. Hoi, 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 hoi. 34 Crystals. Und Nägel. Die dürfen ja nicht fehlen.
Mensch, noch ein Gem, dann haben wir sie alle. Müssen wir ein bisschen. Oh, hier fährt man ja durch. Das muss man einem doch sagen, Mensch. Okay, hier werde ich wohl einen Fehler einkassieren. Hey, wir haben das Master-System freigeschaltet. Ist ja grandios. Trotzdem werden wir sterben. Wir haben alle Gems, Leute. Alle. Boah, wenigstens ein kleines Erfolgserlebnis. So. Wie sieht das Ganze denn jetzt hier aus? Fies, würde ich sagen. Ui, Blobby. So. Ah. Achtung vor den Nägeln. Achtung vor den Nägeln, ja. Müssen wir aufpassen. Boah, eigentlich mag ich ein Erfolgserlebnis zu haben, ne? Finde ich geil. Macht mich total an. Jetzt ist man auch hier vorgewarnt. Gut. Gut, gut. Das Geisterlein nervt ein bisschen. So, ich würde aber sagen, dass das auf jeden Fall der weitere Weg ist. Sehen, wie ich da oben an den rankomme. Naja, dann müssen wir halt jumpen, ne? Nagel zu Nagel und Kopf zu Kopf. Okay, die lasse ich mal noch heile. Jetzt weiß ich auch, wofür die da sind. Da, 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 da. Ach, komm, bash mich nochmal. Ah, den werden wir doch noch schaffen hier, oder? Oder? Haben wir wieder einen schönen langen Part. Da wieder schön viel zu gucken. Nee, da warte ich noch ein bisschen. So eilig haben wir es ja auch nicht. Master System ist ja geil. Ist bestimmt auch wieder nicht ohne. So. Wow. Auch nicht schlecht. Können wir jetzt hier oben lang? Okidoki. Wow. Hui. Ich dachte schon, die gibt mein Lebenslichtlein aus. Aber irgendwas Gemeines kommt noch. Da bin ich ganz sicher. Ach, da ist das Exit. Alles klar. Boah. Diese Plattform raged aber auch ganz schön ab hier. So. Feuer. So klar, dass das nicht fehlen darf. Wie viel haben wir denn noch? Sechse. Da stehen wir safe. Okay. Boah, ich traue hier gar nichts mehr. So.
müssen wir bloß noch irgendwie heile nach Hause kommen. Ey, dieser scheiß Geist! Okay. Alles nur halb so schlimm, wie ich das sehe. Das sollten wir uns nicht unbedingt unnötig auch nur einmal treffen lassen. Gut. Aber zwei Lebensherzen. Ah, ich sag's immer wieder, es ist ganz schön knapp. Drei. Drei wäre schicki. Gut, aber das schaffen wir jetzt. Komm. Fuck! Hat mich dieser scheiß Geist getroffen. Ach, jetzt müssen wir wieder be careful. Ach. Der ist aber auch übel positioniert. Wollen wir uns gleich die Scheiße da oben holen? Naja, da müssen wir sowieso lang. So, ich weiß, ich fluche ein bisschen viel. Ach, komm! Ist wieder so dieser Effekt, ja, kurz vorm Ziel und dann nie wieder. Du oller Stinkegeist. Euch braucht doch kein Mensch, Mensch. Genau, da schläft er schon fast ein, unser Pixel. Wieder so ein 30-Minuten-Part. Schön, komm hier, friss mich. Ich brauche die Herzen. Man hat ja auch so wenig Zeit auf diesen scheiß Nägeldingern. Obwohl, da kommt man doch auch so hoch, oder? Ja, können wir vielleicht ein bisschen Zeit sparen. Wenn wir nicht gerade getroffen werden. So. So mies ist das. Das wisst ihr doch schon längst, meine Freunde. So. Los, weg hier. Sehr schön. Sehr schön, das gefällt mir. Woody? Aufpassen! Haha, sorry. Sorry, don't worry. Ist der letzte Level in der Apple II-Ära. Drei Parts Apple II. Wahnsinn, ja. So. Stand. Hold the line. Hold the Lion! So. Ist ja was Fieses gewesen? Nee? Feuer gab's hier. Okidoki. So.
Du holst mich nicht. Plattform und... Wow. Bisschen aufpassen. Und... Exit. Spitzenmäßig. Und im nächsten Part gibt es das Sega Master System. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich bedanke mich fürs Durchhalten, dass jemand schlechte Laune ertragen hat. Das ist bei diesem Spiel aber nun wirklich nicht zu vermeiden. Gut. Auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Ciao!